Hallo, mein Name ist Anselm Zessler. Ich bin hier in Sursee. Das ist in der Zentralschweiz. Und hier ist die Firma X schon seit über 40 Jahren ansässig. Und hier wird Motorradbekleidung vom Feinsten entwickelt. Helme, Handschuhe, Jacken, Hosen. Und heute möchte ich euch den Tour SD Plus Handschuh vorstellen. Das ist ein wasserdichter Tourenhandschuh. Und der hat natürlich viele Features und Details. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Insgesamt kann man sagen, dass es ein Volllederhandschuh ist. Er hat nur ganz wenige textile Gewebebereiche drin. Die haben den Vorteil, dass der Handschuh dadurch leichter ist. Man hat in diesem Gelenkbereich zum Beispiel viel mehr Bewegung. Und ich habe keine dicke Stulpe. Das heißt, ich kriege auch meinen Handschuh, wenn ich bei Regen fahre, sehr gut unter die Stulpe der Jacke drunter. So, wir gehen mal weiter oben durch. Wir haben hier im oberen Bereich auch ein Schlagdämpfungselement drin. Das kann man auch vielleicht sogar hören. Nach unten ganz weich abgepolstert. Und das ist auch ein wichtiger Bereich von der Sicherheit her, weil wir haben auf den Knöcheln recht wenig Polstermaterial. Das heißt, der Handschuh muss hier seine volle Leistung geben. Dann gehen wir weiter durch in den Fingerbereich rein. Auch hier sind eben halt Dämpfungselemente eingearbeitet und versteckte Reflektoren, die man jetzt im Moment gar nicht so sehen kann. Und ich zeige euch einfach mal schnell mit Hilfe eines Fotos, wie viel Reflex in so einem Handschuh drin stecken kann. Ich mache mal einfach ein Foto. Und wenn wir jetzt auf das Foto schauen, dann seht ihr direkt, wo überall Reflektoren eingearbeitet sind. Und Reflektoren sind auch ein wichtiges Element zur Sicherheit. So, Sicherheit ist direkt das nächste Schlagwort, die Innenhand. Die Innenhand von einem Handschuh sollte immer aus Leder sein. Achtet drauf, weil im Sturzfall, wenn man also die Hände zum Abstützen benutzt, und das macht man reflexmäßig automatisch, dann scheuert man natürlich jetzt auf den Handballen und auf dieser Innenhand. Und die ist extrem belastet. Das heißt, die muss Top-Material sein. Und Leder ist nach wie vor eins der besten Materialien für Abrieb. Achtet drauf, ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben in dem Bereich hier das Leder sogar gedoppelt. Eben halt doppelte Sicherheit. Den Außenbereich hoch zum kleinen Finger auch nochmal mit doppeltem Leder verstärkt. Und wir haben hier nochmal extra ein Schaumpolster drunter gesetzt. Das hilft auch nochmal, die Abriebfestigkeit von dem Leder zu verbessern, weil die Belastung sich im Grunde genommen durch den Schaum gleichmäßig verteilt. So, jetzt schauen wir mal weiter durch. Was haben wir noch dran? Ein Sicherheitsaspekt ist dann auch noch dieser Handgelenkriegel. Auch der hat eine ganz wichtige Funktion, weil ab dem Moment, wo dieser Riegel geschlossen ist, kann der Handschuh nicht mehr von der Hand abrutschen, also auch ein Sicherheitselement. Und dann ist natürlich auch eine Geschichte ganz besonders, und zwar Perfect Fit. Ihr braucht eben halt eine Top-Passform. Da müsst ihr auch darauf achten, wie dieser Handschuh zum Beispiel vorgekrümmte Finger hat. Und es bilden sich also keine Falten in der Innenhand. Das kann man ganz leicht auch mal einfach an einem Lenker ausprobieren. Wenn ihr einen Handschuh anzieht, probiert es aus. Es sollten keine Falten drücken. Da ärgert ihr euch, wenn ihr auf der langen Tour seid, wenn ihr hier Druckstellen bekommt. Also Perfect Fit. Schönes, weiches Ziegenleder übrigens in der Innenhand. Das ist sehr abriebfest und eben halt auch ganz weich, dass man ein gutes Griffgefühl hat. So, der Handschuh hat natürlich auch auf dem Zeigefinger eingearbeitet ein Visierwischer, eine Gummilippe. Die ist auch ganz praktisch, wenn man eben halt bei Regen fährt, damit das Visier auch sauber ist. Und jetzt möchte ich, wo ich beim Stichwort Regen bin, euch einfach nochmal was zur Wasserdichtigkeit erklären. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, wie wird ein Handschuh eigentlich wasserdicht gemacht? Und dafür habe ich euch jetzt mal hier das Innere eines Handschuhs mitgebracht. Und zwar, das ist die Membran, die in jedem wasserdichten Handschuh im Grunde genommen drinsteckt. Ein riesiges Ding, die Wasserdichtigkeit, aber auch Atmungsaktivität ermöglicht, damit der Wasserdampf natürlich von innen nach außen auch raus kann. Und ihr seht hier oben so kleine Spitzen noch an den Fingerenden. Da wird normalerweise so eine Membran im Inneren des Handschuhs oben an die Fingerspitzen angenäht. Dann kommt noch das Innenfutter da rein. Und das Ganze in der Komposition mit dem Außenmaterial ergibt dann einen wasserdichten Handschuh. Und ein Nachteil ist natürlich, dass wenn ich das hier innen drin stecken habe, diese Membran innen drin stecken habe und dann eine zweite Schicht mit dem Innenfutter, das kann sich auch verschieben oder man geht mit der Hand aus dem Handschuh raus und das Futter verrutscht oder es gibt Knubbel.
Und deswegen haben wir uns bei diesem ST Plus etwas ausgedacht, indem wir eine Membran einsetzen, die hier oben nicht diese Vernähelemente dran hat, sondern sie wird im gesamten Handschuh im Inneren verklebt mit ganz vielen kleinen Punkten, sodass die Atmungsaktivität im Grunde genommen noch da ist. Das ist eine Art Laminatskonstruktion. Und dadurch habe ich eben nicht mehr diese Situation, dass das Futter verrutschen kann oder dass sich Knubbel bilden, sondern ich habe ein ganz, ganz tolles Griffgefühl, keine Falten und störenden Elemente. Und ich habe eben halt Perfect Fit. Und Perfect Fit ist im Grunde genommen die Mission von X. Perfekte Passform, ob es eine Jacke ist, eine Hose, eine Rennkombi oder eben halt auch ein Handschuh. So, ich überlege noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ansonsten schaut einfach mal auf exs.com. Dort findet ihr alle weiteren Informationen zu unseren Handschuhen, die natürlich alle auch geprüft sind. Also das kann man vielleicht noch sagen. Alle X-Handschuhe entsprechen einer Prüfnorm, der EN 13594. Da wird also Abrieb getestet und die Schlagdämpfung und Chemikalien werden überprüft, dass keine Chemikalien in dem Handschuh drin sind. Und das heißt, wenn ihr einen solchen Handschuh bei uns kauft, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass es perfekte Qualität bei X aus der Schweiz ist. Danke fürs Zuhören und tschüss.